Janu-Vakra Purvottanasana, die schiefe Ebene mit gebeugten Knien, wird auch bezeichnet als Tisch und ist gerade für Menschen mit unteren Rückenproblemen oder Neigung zu Krämpfen in den Waden eine schöne Übung, um Gesäß- und Rückenmuskulatur zu entwickeln. Von der Sitzhaltung ausgehend beuge die Knie, gib die Fußsohlen flach auf den Boden und hebe das Becken hoch. Atme dabei tief ein und aus und spüre dabei, wie du die Rücken- und Gesäßmuskeln entwickelst und auch die Oberschenkelmuskeln. Von Janu-Vakra Purvottanasana gibt es da natürlich noch viele Variationen. Du kannst auch hier ein Bein heben und senken, einen Arm heben und senken. Du kannst auch diagonal Arm und Bein heben. Und so kannst du Janu Purvottanasana auch nutzen, wenn du in einer fortgeschrittenen Yoga-Klasse bist, die dann akrobatische, schiefe Ebenenvariationen machen, indem du einfach die Beine etwas beugst und dann kannst du auch andere Variationen üben. Und Janu-Vakra Purvottanasana ist eben auch gerade im Rücken-Yoga eine wichtige Übung, weil du hier Gesäß- und Rückenmuskeln stärkst, ohne dabei in die Rückbeuge zu gehen.